idealism prevails. Make the world a better place. Ja, guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie, euch zu unserem digitalen Gesprächsabend herzlich begrüßen zu dürfen. Die Gesundheit geht weiterhin vor und daher bieten wir trotz der Besserungen der letzten Wochen keine öffentlichen Veranstaltungen an, sondern führen den BSA mit Online-Veranstaltungen in die digitale Zukunft. Als Organisation und Plattform des intellektuellen Diskurses möchten wir uns interdisziplinär wie bisher mit gesellschaftsrelevanten Fragestellungen und Themen der Zeit befassen. Identitätspolitik beschreibt eine Zielsetzung, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die benachteiligt, diskriminiert oder ausgeschlossen sind, aufgewertet, besser gestellt und stärker gesellschaftlich repräsentiert werden. Identitätspolitik bedeutet auch, sich über die eigene Identität, etwa als Schwarze, als Jüdin, als Frau oder als Arbeiterin, zu definieren und bestenfalls auch zu organisieren und für die eigenen Rechte einzutreten. Identitätspolitik, so ist in den Zeitungen zu lesen, befindet sich derzeit in einer Sackgasse. Empowerment wird auf eine Diskussion über das Gender-Sternchen verkürzt. Die Befürworterinnen entgegnen, dass Identitätspolitik zweifellos existierende soziale, ökonomische Spaltungen in der Gesellschaft anhand neuer Linien thematisiert. Klassische linke Gerechtigkeits- und Umverteilungsfragen würden neu beantwortet und um Forderungen nach Anerkennung ergänzt. Aus progressiver Perspektive ist der Kampf gegen Rassismus, Sexismus und jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entschieden zu führen. Gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir verschiedene Fragestellungen nachgehen. Was ist Identitätspolitik? Wieso wird diese von links zu Recht kritisiert? Warum ist sie trotzdem wichtig? Bitte begrüßen Sie daher mit mir Muna Dutzter, Rechtsanwältin. Bis 2017 war sie Staatssekretärin für Diversität, Digitalisierung und öffentlichen Dienst im Bundeskanzleramt und eine langjährige Mitstreiterin im BSA. Wolfgang Thierse, Kulturwissenschaftler und Autor. Er war Bundestagspräsident der Bundesrepublik Deutschland und Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission. Lea Susemilch, Journalistin, Co-Autorin des Buchs Identitätspolitik, Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken, sowie den Soziologen und auch Co-Autor des Buches Identitätspolitik, Dr. Jens Kastner. Ja, gerne würde ich beginnen. Herr Thierse, warum tut sich die Linke mit dem Thema Identitätspolitik so schwer? Vielleicht ein kurzes Eingangsstatement von Ihnen. Vielleicht ist die kürzeste Antwort auf die Frage, weil es Identitätspolitik nicht nur von links gibt, sondern auch von rechts. Und wenn man Identitätspolitik befürwortet und wenn man sie kritisiert, in beiden Fällen, muss man genau dieses berücksichtigen. Rechte Identitätspolitik, wenn ich das richtig beobachte, ist nach meiner Überzeugung illusionär und gefährlich, weil sie kulturelle Identität als ethnische, völkische Homogenität missversteht und als solche dann auch durchsetzen will und deshalb Abgrenzung und Ausgrenzung betreibt bis zu Hass und Gewalt. Linke Identitätspolitik will, positiv gesprochen, als Reaktion auf erfahrene Diskriminierung, Benachteiligung, will Anerkennung und Gleichberechtigung erreichen, verfolgt also ein zutiefst demokratisches Gleichheitsanliegen. Die Kritik, die Auseinandersetzung geht, wenn ich es richtig beobachte, darum, wie linke Identitätspolitik verfochten wird.
dass die dominanten Streitpunkte sind, was vernachlässigt wird. Das ist das, worüber die Aufregung gerade stattfindet. Und ich habe ja selber die Erfahrung gemacht. Ich habe ein Essay in der FAZ veröffentlicht im Februar, dem ein viel ausführlicheres Interview vorausgegangen ist, das ich in der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte veröffentlicht habe und das den präzisen Titel, ich gucke nochmal nach, hat dieses Interview, das meine Intention ziemlich genau beschreibt. Der Titel war, dieses Interviews war, es gilt die Balance zu halten über falsche Radikalisierungen und verfehlte Feindbilder im Kampf um Anerkennung. Das ist die Auseinandersetzung. Welche Gewichtung sollen Fragen geschlechtlicher, ethnischer Identität, sexueller Orientierung haben gegenüber den, wenn ich das so nennen darf, traditionelleren Gerechtigkeitsthemen, den traditionelleren sozialen und ökonomischen Verteilungskonflikten? Das ist, wenn ich es richtig beobachte, das Feld der Auseinandersetzung unter den Linken in Deutschland, vielleicht auch in Österreich. Wie sehen das die anderen, Mona? Wenn wir dir den Ball gleich rüberspielen, wie sieht diese Diskussion in Österreich aus, deiner Meinung nach? Also ich muss sagen, dass dieser Begriff der linken Identitätspolitik lange Zeit außerhalb meiner politischen Wahrnehmung war. Und ich kann auch eigentlich nicht dezidiert sagen, wann der für mich oder generell in diese politische Arena eingetreten ist. Was ich so wahrnehme, ist, dass dieser Begriff der linken Identitätspolitik immer sehr mit Kritik verbunden wird, nämlich an der Linken, an der Sozialdemokratie, dass diese sich in Wirklichkeit sehr stark auf Außenseiterthemen fokussiert, sehr stark auf Minderheitenthemen und mehr oder weniger, so wie es der Herr Thierse gesagt hat, diese klassischen sozialdemokratischen Themen, die klassische Klientel der Sozialdemokratie vernachlässigt und sich hier nur mehr spezialisiert auf ethnische Minderheiten, auf halt Minderheitengruppierungen. Und ich sehe an und für sich diesen Ansatz oder diese Kritik sehr, sehr kritisch, weil ich mich erstens einmal frage, woher kommt dieser Begriff? Wer definiert diesen Begriff? Hier werden meines Erachtens, ist das schon auch ein sehr starker von einem rechten Spin getragenen Begriff, der mir in der Form, den ich auch so nicht lassen kann, nicht so hinnehmen kann, sage ich jetzt einmal als Linke. Ich finde, dass hier Gegensätze konstruiert werden, die für mich, ich finde, sie sind eher künstlicher Natur. Da werden Konstruktionen geschaffen, dass es einen Widerspruch gibt zwischen der klassischen Arbeiterschaft und den Themen der sozialen Gerechtigkeit. Und dann gibt es eben diese Themen der Identitäten und der kulturellen Zugehörigkeit. Und ich frage mich zu Recht, warum sollte es diesen Gegensatz geben? Und ich bin der Meinung, dass man eben genau diesen Gegensatz doch auflösen sollte. Warum kann ich als Sozialdemokratin mich nicht für lohnabhängige Menschen stark machen und gegen wirtschaftliche Ausbeutung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern sein und gleichzeitig erkennen und sehen, wie wichtig es ist, sich für Minderheiten auch stark zu machen, die Rassismuserfahrungen haben, die ausgegrenzt werden, die diskriminiert werden. Also das ist ein Kampf für mich, der Hand in Hand geht, und es wäre, finde ich, auch falsch zu sagen, das ist jetzt irgendwie ein neues Phänomen. Diese Diskussionen in der Linken hatten wir doch immer schon. Das ist doch immer, früher hieß das halt Hauptwiderspruch und Nebenwiderspruch. Und Feminismus war ja ein Nebenwiderspruch und das war ein Nebenwiderspruch, aber in Wirklichkeit hat es doch immer schon viele verschiedene Bewegungen gegeben. Sag ich jetzt, es gab die Arbeiterbewegung, aber es gab genauso auch diese antikoloniale Bewegungen, es gab feministische Bewegungen, es gab die Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Und zu sagen, das sind Gegensätze, halte ich an und für sich für nicht richtig als Politikerin. Für mich ist das ein und dasselbe. Es ist zwei Seiten einer Medaille. Danke.
Das Bewusstsein für Zielkonflikte erscheint für das Ziel einer inklusiven Gesellschaft ja grundsätzlich sehr zielführend. Frau Suse Michel, welchen Input möchten Sie zum Anfang zu diesem Thema geben? Ja, ich danke meinen VorrednerInnen beiden, also dem Herrn Thierse auch dafür, dass er zumindest unterscheiden zwischen verschiedenen Formen von Identitätspolitik, weil das wird leider sehr häufig nicht getan. Also da ist linke Identitätspolitik als Ganzes etwas, was kritisiert wird und was sich vermeintlich nur mit Luxusproblemen, mit Partikularismen von Minderheiten befasst. Und ich finde schon mal einen wichtigen ersten Schritt, da zu differenzieren und sich anzuschauen, wo ist Identitätspolitik gerechtfertigt und wo wird sie problematisch? Und das ist eine Frage, der wir uns haben. Also da es ist auch keine reine Verteidigungsrede von linker Identitätspolitik, auch wenn oft so interpretiert wird, wobei ich sagen muss, angesichts der aktuellen Stimmungslage bin ich ganz froh, dass es in erster Linie als Verteidigung gelesen wird. Aber eigentlich ging es uns darum, den Sweet Spot, die goldene Mitte zu finden zwischen Extremen. Aber grundsätzlich ging es uns darum, genau das zu zeigen, was Frau Dutz da jetzt auch so gut auf den Punkt gebracht hat, nämlich, dass linke Identitätspolitik und der Kampf um soziale Gerechtigkeit auf gar keinen Fall ein Widerspruch sind. Linke Identitätspolitik, und da vielleicht auch gleich die Erklärung, dass das keineswegs eine Selbstbezeichnung war. Es gab zwar das Combahee River Collective, das diesen Begriff aufgebracht hat, aber in den letzten Jahrzehnten haben sich emanzipatorische soziale Bewegungen, die heute alle unter Identitätspolitik gelabelt werden, nie selbst identitätspolitische Bewegungen genannt. Meine These wäre, dass dieser Begriff so ein bisschen den Begriff der Political Correctness, der Gutmenschen etc. Ersetzt hat. Also Begriffe, die immer schon genutzt wurden und wurde ja auch schon der Begriff rechter Spin gebraucht, die immer schon benutzt wurden, um emanzipatorische Bestrebungen zu diskreditieren und zu diffamieren. Und da gibt es jetzt eben den Begriff der Identitätspolitik, wo sich immer wieder auch die gleichen Beispiele angeführt werden. Also es sind immer die Zustände an den amerikanischen Unis, wo man kein Shakespeare mehr ohne Triggerwarnung lesen darf oder wo man keine Mahlzeit mehr einnehmen darf, weil das schon als kulturelle Aneignung gilt, wenn man irgendeine internationale Küche konsumiert. Und das sind alles Entwicklungen, die natürlich kritikwürdig sind, wo sich, glaube ich, auch alle relativ schnell einig sind, dass das übers Ziel hinausschießt. Aber das, was eigentlich damit auch, also das Kind, das da mit dem Bade gleich mit ausgeschüttet wird, sind sämtliche emanzipatorischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Ja? Das sind alles identitätspolitische Bewegungen. Wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten die Frauen immer noch kein Wahlrecht, würden Homosexuelle weiterhin strafrechtlich verfolgt und gäbe es immer noch die sogenannte Rassentrennung. Ja? Also das sind alles Errungenschaften von linker Identitätspolitik, die eben gezeigt haben, dass soziale Ungleichheit und Diskriminierung aufgrund von einer zugeschriebenen Identität, die ist ja auch nicht selbst gewählt, ja? Also die wird ja von außen verliehen, das ist ja eine, die immer diskriminierend ist, die immer abwertend ist, dass das oft Hand in Hand geht. Also das lässt sich ja nicht auseinanderdröseln, wie so oft behauptet wird. Danke sehr. Herr Kastner, ich darf Sie um Ihr Eingangsstatement bitten, beziehungsweise auch die Frage, wie viel Identitätspolitik verträgt eine plurale Gesellschaft? Ja, also ich bin bis jetzt ganz froh, dass ich eigentlich allem, was bislang gesagt wurde, nur zustimmen kann. Ich finde auch die Unterscheidung, die Herr Thierse gemacht hat, zwischen rechter ausgrenzender Identitätspolitik und linker integrativer Identitätspolitik wichtig. Ich finde auch wichtig herauszustellen, dass Identitätspolitik heute so einen negativen Touch hat, um
emanzipatorische Bewegungen zu diskreditieren. Das würde ich auch so sehen, wie Frau Duster das angedeutet hat. Und Lea Susemichl und ich haben ja in unserem Buch versucht, eben diese Bedeutung der Errungenschaften, die Herr Thierse ja auch schon angesprochen hat, die Errungenschaften der Identitätspolitiken in der Linken hervorzuheben und die nochmal historisch ins rechte bzw. linke Licht zu rücken, um von da aus dann die in der Tat ja vorhandenen skurrilen Extreme und Ausformungen, die das zum Teil annimmt, kritisieren zu können. Ja, wenn man sich erstmal darüber klar ist, dass das im Prinzip demokratische Errungenschaften waren, die zu mehr Demokratie beigetragen haben. Ja, insofern, um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, eine demokratische Gesellschaft braucht viel Identitätspolitiken im linken, im emanzipatorischen Sinne, nämlich Politiken, die von spezifischen Differenzen, von spezifischen Unterdrückungs- und Ausbeutungsformen ausgeht, die immer kollektiv sind, um diese Ausbeutung und Unterdrückungsverhältnisse abzuschaffen. Also ich glaube, dass Demokratie und Identitätspolitiken nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern im Gegenteil, dass Identitätspolitiken von links, also welche, die nicht ausschließend abgrenzend sind, zu mehr Demokratie beitragen. Danke für diese erste Runde. Ich lade auch die Zuseherinnen ein, uns über den Chat bzw. die Fragen und Antworten Fragen zu stellen. Und ich werde versuchen, diese Fragen dann auch im Zuge der Diskussion mit hineinzunehmen. Herr Thierse, Sie fangen den Artikel an mit, was früher die Konfession war, später die Ideologie wurde, ist heute Identität als erfolgsversprechendes Mittel, um Zugehörigkeit zu signalisieren. Diese Unterscheidung zwischen der Ideologie und der Identität, ist es hier, dass die Linke sich ein bisschen Angst hat vor dem Begriff der Ideologie und dementsprechend jetzt eher zur Identität hinübergeht, oder ist dieser Konflikt von mir überzeichnet? Also zunächst einmal will ich ein wenig widersprechen, damit es nicht zu harmonisch wird und wir ins Diskutieren kommen. Wunderbar. Herr Kastner sagt, linke Identitätspolitik sei immer integrativ. Es gibt genügend Beispiele, nicht nur in den USA, dass es so einfach nicht ist. Und ich will das mal zunächst viel grundsätzlicher sagen. Wir leben ohne Zweifel und unumkehrbar in einer pluralistischen Gesellschaft, also in einer sozial, ethnisch, kulturell, religiös, weltanschaulich diversen Gesellschaft. Das ist keine Idylle, die steckt voller Streit, voller Widersprüche, voller Konflikte. Ich beklage das nicht, sondern ich sage ausdrücklich Ja dazu. Aber das folgt daraus auch, dass wir, wenn wir diese Diversität bejahen, danach fragen müssen, wie kann Vielfalt friedlich und produktiv gelebt werden? Und da meine ich, dass Diversität, Vielfalt, Pluralität mehr sein muss als das bloße Nebeneinander, sich voneinander nicht nur unterscheidender, sondern sich auch manchmal gegeneinander abgrenzender Identitäten und Minderheiten. Ausdrücklich Vielfalt erzeugt nicht von sich aus schon Gemeinsamkeit, Gemeinschaftlichkeit, sondern diese Gemeinsamkeit, diese Gemeinschaftlichkeit bedarf der immer neuen Anstrengung, der immer neuen Verständigung darüber, was uns als Verschiedene miteinander verbindet, was uns gemeinsam verbindlich ist. Das, glaube ich, ist nicht mehr so selbstverständlich. Und die identitätspolitische Debatte, wie immer wir sie definieren, und, ist ja genau, zielt ja genau darauf, was ist das Gemeinsame und was unterscheidet uns voneinander. Aber diese Anstrengung, die sollten wir schon unternehmen. Deswegen braucht eine demokratische Gesellschaft nicht nur einfach viele Identitätspolitiken, wie Herr Kastner gesagt hat, sondern mindestens so sehr, so viel Anstrengungen,
die auf Gemeinsamkeit, auf das Verbindende und das Verbindliche, das, was uns grundlegend zusammenhält, gerichtet ist. Das ist mindestens genauso wichtig und es ist weniger selbstverständlich. Ich will nur sozusagen an meiner eigenen Erfahrung verdeutlichen. Ich habe diesen Essay veröffentlicht, der nach meiner Überzeugung erkennbar sich gegen falsche Frontstellungen, gegen Übertreibungen, gegen Radikalismen richtet, die ich nicht für produktiv halte. Und ich erfahre, wie zur Bestätigung dieser Beobachtung und Besorgnis und Mahnung, ich erfahre auf der einen Seite einen geradezu über heftigen Shitstorm. Da wird mir Rassismus vorgeworfen, Empathielosigkeit gegen Minderheiten, Homosexuellenfeindlichkeit und so weiter und so weiter. Ich bin regelrecht erschrocken und habe dann Freunde gefragt, die schwul sind und sage, lest ihn mal durch, ich bin vielleicht betriebsblind, ist da irgendetwas? Nein. Aber auf der anderen Seite erfahre ich eine geradezu überwältigende Zustimmung, habe ich in meinen 30 Jahren in der Politik noch nie erlebt, weit über 1000 Mails, Briefe und wer weiß was. Ich konnte mich auf der Straße gar nicht retten vor Leuten, die mich angesprochen haben. Und jetzt kommt etwas Irritierendes, mich Irritierendes hinzu. Fast alle bedanken sich bei mir für meinen Mut. Ich bin mir nicht mutig vorgekommen, als ich diesen Text schrieb. Ich wollte nur einigermaßen genau formulieren. Aber man bedankt sich bei mir für den Mut, dass ich etwas ausspreche, was viele bedrängt, was sie unsicher macht, was sie nicht mehr auszusprechen wagen. Und das ist eine irritierende Beobachtung. Die bestätigt, was ich nenne, eine Vergiftung des Klimas durch bestimmte identitätspolitische Radikalisierungen und, wie ich meine, falsche Frontstellungen. Eine Art, wenn ich das so böse nennen darf, Kulturkampfklima. Wenn ich lese, alles wörtliche Zitate, Thesen, die ja veröffentlicht sind, zum Beispiel, Weißsein ist der Kern des Rassismus. Oder Rassismus gehört zur DNA unserer Gesellschaft. Oder Normalität ist die Cancel Culture des alten weißen Mannes. Das war ein Artikel über mich. Und so weiter und so fort. Dann merkt man, wie vergiftet die Atmosphäre ist. Und wie wichtig es ist, dass, wie ich meine, auf der linken, auf der sozialdemokratischen Seite begriffen wird, dass die Verschärfung eines solchen Klimas, wie ich meine, falsch radikalisierte Identitätspolitik nicht produktiv ist, nicht zum friedlichen Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft beiträgt und dass wir uns dagegen wehren müssen, dass ein Klima entsteht und entstanden ist, in dem Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht Schuldvermutungen begründen können. Ein Klima, in dem wichtiger ist, wer etwas sagt, als was er sagt, wie er argumentiert und was das möglicherweise gemeinsam ist. Ein Klima, in dem auch die sprachlichen Spaltungen in der Gesellschaft zunehmen. Ich meine, dass es für Linke im vernünftigen und weiten Sinne des Wortes wichtig ist, diese Art von Problematik wahrzunehmen und darauf konstruktiv und integrativ einzugehen und nicht meinen, dass sozusagen die Verschärfung von Attacken, von Angriffen, von Schuldvorwürfen hilfreich wäre. Das glaube ich eben nicht. Danke für dieses Statement. Monat vorher ist das Wort der Amerikanisierung der europäischen Politik schon gefallen. Und ich denke, dass diese Debatte grundsätzlich sehr viel mit der Art und Weise, wie rechte Politiker, insbesondere Trump, Themen besetzt haben in Amerika, Schlagworte besetzt haben. Wir machen oftmals auch den Fehler, diese Worte dann auch zu übernehmen. Zum Beispiel das Schlagwort der Lifestyle-Linken. Es gibt Studien dazu von der Universität Wien, dass diese Lifestyle
seit Linken, dass sich das weder in den Programmen noch in der Politik der Sozialdemokratie in irgendeiner Weise äußert. Aber das Schlagwort, das Kampfwort ist jedenfalls da und wird teilweise auch von uns selbst übernommen bzw. verwendet. Nur dazwischen, wenn ich dazwischen rufen darf. Ja. Es war jetzt jüngst die linken Politikerin Sarah Wagenknecht, die ein ganzes Buch, eine Polemik gegen die Lifestyle-Linke geschrieben hat. Nicht eine Sozialdemokratin, sondern die Linke. Und zwar zu einem guten Teil Kritik an ihrer eigenen Partei. Ja, die Linken das haben... Ist bekannt. Genau. Die Linke haben wir nicht in Österreich. Wir haben eine KPÖ, aber auch nur in manchen Städten. Trotzdem beschäftigt sich quasi die Linke, also progressiven Kräfte in Österreich, auch sehr viel mit sich selbst. Also Sozialdemokratie, Grüne, wer hier besser rauskommt, sollte man sich nicht stärker auch eben zu den klassischen Arbeiterinnen-Themen oder sozialdemokratischen Themen besinnen, beziehungsweise eben auch tatsächlich auf die konservative beziehungsweise sogar rechten Gegensätze, also dagegen etwas stellen. Ja, also ich finde genau diesen Begriff, den du jetzt verwendet hast, nämlich die Lifestyle-Linken, das sind meiner Meinung nach doch rechte Kampfbegriffe, um die Linke zu demoralisieren und zu schwächen und ich will das jetzt auch nicht polemisch sagen, eine Beschäftigung der Linken unter sich da anzuzetteln. Es ist auch ein spalterischer Zugang, finde ich, ja, weil die Linken sich teilen zwischen Bobos, Lifestyle-Linken, traditionelle Linke. Also wenn das keine Schwächung linker Bewegungen sein soll, dann weiß ich nicht, was das sonst sein soll. Und weil der Herr Thierse ja angesprochen hat, das Buch von der Sarah Wagenknecht, ja, es mag sein, dass eine Politikerin der Linke in Deutschland genau diesen Begriff in ihrem Buch sehr stark auch aufnimmt, aber es macht es dadurch nicht besser, finde ich, weil diese Art und Weise, wie sie da diese Lifestyle-Linken verächtlich macht, also das ist etwas, womit ich überhaupt nicht konnte. Ich meine, ich finde im Übrigen das Buch, das ich noch nicht ganz zu Ende gelesen habe, aber es ist ja mehr oder weniger eine Abrechnung mit der Linke und eine Abrechnung vielleicht auch mit der Sozialdemokratie. Aber was ich sagen will, es ändert nichts an dem Umstand, dass dieses verächtlich machen die Linke in Wirklichkeit schwächt. Und leider ist es tatsächlich so, dass diese Begriffe rezipiert werden, genauso wie die links-linken Gutmenschen. Das höre ich auch von Genossen in der eigenen Partei, das muss man auch dazu sagen, die Gutmenschen, die Realitätsfernen und so weiter. Also das hat schon sehr, sehr starke spalterische Tendenzen, finde ich, innerhalb der linken Bewegung. Und daher muss man, finde ich, diese Begriffe nicht eins zu eins rezipieren, sondern muss sich auch wieder Gedanken machen, wer setzt solche Begriffe in die Welt, welches Ziel verfolgen diese Begriffe, und man muss diese Begriffe auch kritisch hinterfragen, finde ich. Ja? Und weil Sie, Herr Thierse, vielleicht darf ich ein bisschen auch auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben. Ja, es kann durchaus, nicht nur durchaus sein, ich mache auch die Erfahrung, dass wir vielleicht verlernt haben, inhaltliche Debatten zu führen, mehr miteinander zu diskutieren, vielleicht auch stärker und mehr auch die Meinung des anderen zu respektieren, dass man schaut, da gibt es einfach auch unterschiedliche Meinungen, es soll unterschiedliche Meinungen geben. Vielleicht ist es so, dass wir das in unserer Gesellschaft verlernt haben. Vielleicht sind die sozialen Netzwerke, die doch Echokammern hervorrufen und uns alle in unseren Blasen da leben lassen, auch mitverantwortlich dafür, dass wir in unserem Denken immer eingeengter sind und auch nicht mehr bereit sind oder diese Toleranz haben, uns auch mit Meinung anderer auseinanderzusetzen. Ja, also ich nehme durch die sozialen Netzwerke natürlich schon auch diese Entwicklung wahr, aber nichtsdestotrotz finde ich, muss man schon auch vorsichtig sein, wenn es halt um diese rechten Kampfbegriffe geht und weil Sie gesagt haben, ja, wir leben heute in einer pluralistischen Gesellschaft, ja,
Aber wir leben nicht in einer pluralistischen Gesellschaft, seitdem homosexuelle Menschen sich trauen, sich zu outen, oder seitdem mehr Muslime in Europa leben. Im Grunde genommen waren wir doch immer schon eine pluralistische Gesellschaft. Und es gab natürlich Faschismen in Europa und insbesondere einen Faschismus, der halt genau diese Diversität und diesen Pluralismus doch ausgerottet hat. Ja? Ich möchte damit sagen, dass wir ja im Grunde genommen ja immer eine pluralistische Gesellschaft, vielleicht waren wir früher sogar auch viel pluralistischer, weil man tut immer so, als ob das jetzt irgendwie ein neues Phänomen wäre. Ja? Warum soll das jetzt ein neues Phänomen sein? Und ich finde, in einer Demokratie muss Vielfalt nicht nur aushalten, sondern Vielfalt und Diversität stärkt doch Demokratie und ist auch so wichtig auch für unsere Demokratie. Und was kann das Gemeinsame sein? Weil Sie gesagt haben, man muss halt schauen, wo sind diese Gemeinsamkeiten und dass das nicht irgendwie alles so trennend ist. Ich finde, die Gemeinsamkeit liegt in unserer Rechtsordnung, aber die Gemeinsamkeit liegt auch vor allem in dem sozialen Zusammenhalt. Und weil ja immer gesagt wird, diese Lifestyle-Linken, die kümmern sich ja nicht mehr um diese sozial-ökonomischen Themen, aber genau dieses Trennende und dieses Spaltende in der Gesellschaft, dem liegt in Wirklichkeit, liegen die sozialen Verwerfungen der Gesellschaft zugrunde, dass es immer weniger vielleicht sozialen Zusammenhalt gibt. Aber den weniger sozialen Zusammenhalt gibt es nicht, weil Parteien Regenbogenfahnen hissen und sich irgendwie da klar positionieren, sondern weniger sozialen Zusammenhalt gibt es meines Erachtens deswegen, weil wir seit 30 Jahren eine vorherrschende Ideologie haben. Das ist die Ideologie des Neoliberalismus, der soziale Missstände und soziale Verwerfungen in unserer Gesellschaft produziert. Das heißt, wenn wir heute darüber diskutieren, was die Ursache und die Gründe für den Aufstieg des Rechtspopulismus ist, wehre ich mich ausdrücklich dagegen, dass man sagt, ja, das ist, weil sich die Linke nur mehr mit Außenseiterthemen beschäftigen. Nein, das ist, weil vielleicht die Sozialdemokratie auch eine Verantwortung mitgetragen hat, zum Teil auch diese neoliberale Ideologie, wenn sie sie nicht mitgetragen hat, doch sehr stark auch toleriert hat und auch akzeptiert hat, auch in Deutschland. Das muss man so sagen, wie es ist. Und daher, finde ich, darf man nicht zulassen, dass wichtige Themen in unserer Gesellschaft, wie das Engagement auch für Menschen, die entrechtet sind, Menschen, die ausgegrenzt werden in der Gesellschaft, ausgespielt werden gegen genauso wichtige Themen der wirtschaftlichen Ausbeutung von Lohnabhängigen. Danke, Mona. Frau Susi Michel, ich habe eine Frage im Chat bekommen, die ich gleich aufgreifen möchte. Die Dame fragt, ist es nicht so, dass unser Leben als Menschen in Gesellschaft ein ständiges Aushandeln von Definitionen von Identität, aber vor allem auch von den Konsequenzen dieser Identitätspolitik ist? Und die Frage, ist dieses Aushandeln von diesen Definitionen gerade schwieriger geworden? Also dieses Aushandeln, die Frage nach dem Aushandeln knüpft gut an das, was Herr Thierse auch gesagt hat, dass es eben nicht genügt zu sagen, wir sind plural und lassen das so nebeneinander stehen. Das würde ich auch unterschreiben, weil dann sind wir irgendwie beim rechten Ethnopluralismus. Und natürlich ist alles ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, ja, Identität vor allem. Ja, und das ist etwas, was linke Identitätspolitik auch ganz deutlich von rechter unterscheidet, die eben glaubt, Identität sei etwas Stabiles, etwas zu Sicherndes, zu Schützendes und so weiter. Und linke Identitätspolitik, solange sie emanzipatorisch ist, ist sich der Fragilität und des Konstruktionscharakters von Identität und des Zwangscharakters auch meistens durchaus bewusst. Und in dem Moment, wo Identität auch von links essentialisiert wird, das heißt festgeschrieben wird, als etwas Naturhaftes gesetzt wird, wird es auch da problematisch. Ja? Also diese Aushandlungsprozesse muss es selbstverständlich geben. Und der Lackmustest für Identitätspolitik ist immer, wie durchlässig ist sie, wie solidarisch ist sie mit anderen? Also ist eine feministische Identitätspolitik auch mit Transfrauen solidarisch oder ist sie das nicht? Ja? Sind meine gewerkschaftlichen Kämpfe wirklich auf meine Branche beschränkt oder bin ich auch mit der migrantischen Pflegearbeiterin solidarisch oder nicht? Ja, also das sind Fragen, die man stellen kann, um zu erkennen, wie emanzipatorisch, wie befreiend sie wirklich ist.
Aber ich möchte noch zu anderen Punkten, die aufkamen, was sagen. Nämlich zu der Frage, wer schuld ist am Aufstieg der Rechten. Weil das ist ja quasi eine Erzählung, die wir über die wir noch wenig gesprochen haben, die ja eigentlich mit Trumps Wahl so richtig stark wurde. Da hieß es ja, also quasi Hillary Clinton hat sich eben auch nur kapriziert auf homosexuellen Rechte, auf Feminismus, auf Black Lives Matter und so weiter. Und das hat im Grunde die armen Arbeiter, also wirklich die männlichen Arbeiter, dann Trump in die Arme getrieben. Und diese Analyse wird, auch wenn sie absolut falsch ist, auch für Europa immer und immer und immer wieder wiederholt, obwohl Wahlstatistiken und Wahlanalysen zeigen, dass es mitnichten auch sowas wie, also dass es nicht die ökonomische Abstiegsangst war, die Leute Trump hat wählen lassen und die lässt sie auch nicht die FPÖ wählen, sondern es ist tatsächlich die Angst vor kulturellem Wandel. Ja? Und es sind auch nicht die absoluten Underdogs, die rechts wählen, sondern es sind meistens eher die, die noch was zu verlieren haben. Und diese Erzählung, diese Notwehrthese, die ja von Eribon kommt, tut immer so, als wäre das wirklich, hätte das überhaupt nichts mit Rassismus und Sexismus zu tun. Das hat es aber. Ja? Also ist unsere Gesellschaft, und das war vorhin das Wort von Rassismus, ist unsere DNA. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle als Individuen rassistisch sind, aber es heißt, dass Rassismus strukturell verankert ist in unserer Gesellschaft, genauso wie Sexismus. Und dass wir dagegen angehen müssen, um das zu verändern. Und das heißt auch, dass wir an diese liebgewonnenen Vorurteile rühren müssen, die vielleicht, das sehe ich schon ein, dass man sich da als Politiker schwerer tut, weil man dann eben der eigenen WählerInnenschaft nicht das Schnitzel verbieten will und eben auch nicht zu sehr an ihre Gesinnung rühren will. Aber das ist den Menschen zumutbar und das muss ihnen zugemutet werden. Und diese Kämpfe, die sich eben auch diesen Wahlmotiven, die definitiv vorhanden sind, widmet, diese Auseinandersetzungen müssen geführt werden. Ja, also das ist ja auch das Argument, was vorhin kam, wir müssen Auseinandersetzungen führen. Ja, aber die müssen auch die oben zulassen, dass die von unten angestoßen werden und erkämpft werden und den anderen abgetrotzt werden. Also das ist oft so eine Forderung, die in die falsche Richtung kommt. Ja, also die Frauen, der Nebenwiderspruch wurde schon genannt, die Frauen müssen solidarisch sein, wir müssen jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um uns eben den wichtigen Problem der normalen Menschen anzunehmen. Und da müssen die anderen jetzt quasi ihren Firlefanz mal kurz zurückstellen und die großen Probleme gemeinsam angehen. Und da wird letztlich Solidarität verweigert. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich das klarzumachen, dass es falsch ist, wie immer behauptet wird, dass die Solidarität von den Partikularismen der vielen Splittergruppen verhindert wird, sondern dass die Solidarität letztlich von denen verhindert wird, die diesen Forderungen immer wieder eine Abfuhr erteilen. Herr Kastner, ich glaube, wir müssen auch kurz über Begriffe wie Fake News oder die sogenannte Cancel Culture reden. Was ist das genau, beziehungsweise darf man gewisse Dinge noch beziehungsweise nicht mehr sagen? Wie geht die Linke grundsätzlich mit dem Streiten um? Da gab es auch einen Beitrag aus den Fragen und Antworten, wo quasi verwiesen wurde, dass selbst im Leben des Brian, also 1979, bereits es so einen Filmclip gegeben hat, wo die Linke quasi nur in Streit und Spaltung versetzt war, während von der konservativen bzw. rechten Seite hier ganz klare, einfache Lösungen gegeben werden. Ja,
Es ist so ein bisschen schwierig, immer als Vierter dran zu sein, weil dann schon so viel gesagt wurde. Ich würde auch gerne vielleicht später dann das Thema Solidarität nochmal aufgreifen, weil das ja auch was ist, was Herr Thierse in dem anfangs genannten Gespräch, damit endet ja dieses Gespräch, ne, die Frage nach der Solidarität und wie die hergestellt werden kann. Das ist ja auch das, was Lea Suse, Michel und ich in unserem nächsten Buch behandeln werden. Aber da kommen wir vielleicht später drauf, zur Cancel Culture. Da kann ich auch bei Herrn Thierse nochmal anknüpfen, diese Schilderung von vorhin, dass Ihnen Mut attestiert wurde angesichts dieses Artikels. Ne? Ich glaube, dass da eigentlich eine falsche Vorstellung zugrunde liegt in Bezug auf gesellschaftliche Machtverhältnisse. Ne? Als würde es heute mutig sein, sich gegen Sprachregelungen wie das Gender-Sternchen zu wenden, ja, als wären die Feministinnen quasi gesellschaftlich so mächtig, das allen aufzuoktroyieren, ihre bestimmte Vorstellung von Sprache und wie sie Gerechtigkeit verbreiten kann, aufzudrücken. Und ich glaube, dass das eine falsche Vorstellung ist, ja? Dass die Feministinnen, die diese Forderung stellen, ja aus einer Minderheitenposition agieren, ja? Und gegen die große Mehrheit oft agieren, um mehr Gerechtigkeit herzustellen. Und da ist ja Sprache auch nur ein Mittel. Ne? Es wird immer so getan, als sei das Firlefanz und die der soziale Ungleichheit hat mit Sprache eigentlich nichts zu tun, aber das ist natürlich miteinander verknüpft. Auch da gibt es ja Studien, wenn Mädchen immer nur hören Arzt, Pilot, Bauarbeiter, dann kommen sie auch selber gar nicht auf die Idee, Ärztin, Pilotin oder Bauarbeiterin für sich selbst als Berufswunsch zu äußern. Das hat ja direkte Auswirkungen auf das, was Menschen denken und wie sie ihr Leben planen, ja, wie wir über dieses Leben und über Gesellschaft sprechen. Ich bin gerade beschäftigt mit einem. Ja. Und die Vorstellung, die impliziert auch, also die Vorstellung davon, dass da kleine Gruppen anderen oder dass da Gruppen so mächtig sind, anderen was aufzuoktroyieren, die impliziert ja auch, dass es ansonsten quasi ein ungeregeltes, herrschaftsfreies Miteinander gäbe. Und auch das ist ja nicht der Fall. Also Sprache ist ja immer reguliert, durch und durch reguliert, von der Grammatik bis zur Konnotation einzelner Worte. Das wissen Sie als Kulturwissenschaftler ja auch sicher selbst. Ist Sprache durch und durch reguliert? Dieser herrschenden Regulierung sollen eben andere entgegengesetzt werden. Und das ist eben auch eine Frage der Auseinandersetzung und der Kämpfe von Durchsetzung, ja, die dazu führen sollen, Sprache und damit auch das Soziale insgesamt gerechter werden zu lassen. Zur Cancel Culture vielleicht noch dann konkret. Da teile ich im Prinzip einerseits auch das, was Herr Thierse gesagt hat, dass ich im Prinzip auch davon ausgehe, Haltung und Argumente sollten wichtiger sein als Hauptfarbe und Herkunft, wenn es darum geht, wer wird gehört und wer setzt sich mit welcher Position durch. Aber auf der anderen Seite muss eben müssen die unterschiedlichen Ausgangspunkte für diese Positionierung eben in den Blick genommen werden. Und da kann es manchmal wichtig sein, diese Herkunft und die ethnische Zuschreibung stärker zu fokussieren und in den Blick zu nehmen. So, jetzt habe ich die Cancel Culture doch wieder außen vor gelassen. Vielleicht gebe ich erstmal das Wort weiter. Danke. Herr Thierse, Ihr Mikrofon ist gerade noch stumm geschalten, wenn Sie das kurz wieder aktivieren. In der nächsten Runde würde ich mich gern weniger
quasi mit dem Problem beschäftigen und mehr mit quasi, also ins Positive kommen. Das ist auch so ein Thema, das wir oft haben, dass wir sehr gut in der Problemanalyse sind, aber weniger im Aufzeigen von Möglichkeiten, von Zukunftsperspektiven. Eine Frage war auch im Chat, wie kann Identitätspolitik Marginalisierung überwinden? Ist das ein Anspruch? Kann es das? Was ist das? Was wären andere positive Aspekte? Herr Thiersen, wenn Sie wieder beginnen wollen. Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, weil ich nicht weiß, wessen und welche Marginalisierung gemeint ist. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Mein Urteil über Identitätspolitik, auch über Linke, ist ja nicht ganz so positiv. Ich sehe ja vor allem auch die Probleme und die Zuspitzung, die ich für schwierig halte. Also wenn ich Sie, Ihnen zuhöre und so Formulierungen höre, es muss zugemutet werden, wir müssen abtrotzen, da gibt es falsche Vorstellungen. Das ist sehr dekretorisch. Das kann man vielleicht als Theoretiker, als Wissenschaftler, als Autor machen. Als Politiker gucke ich hin, wen betrifft das? Und da sage ich Ihnen, das mag Ihnen jetzt irgendwie altväterlich vorkommen, formuliere ich erstens eine schlichte Lebenserfahrung. Je frontaler der Angriff auf eine Person, je aggressiver und totaler die Kritik an ihr, umso stärker die Abwehr, umso geringer die Chance und Bereitschaft zu selbstkritischer Reflexion und Korrektur. Schlichte Lebenserfahrung, die sozusagen bei diesen Auseinandersetzungen, um die es geht, Anerkennung, gleiche Rechte, Abbau von Diskriminierung und Benachteiligung, diese Lebenserfahrung, weil das ja immer auch mit Konflikten verbunden ist, sollte man berücksichtigen. Und dann kommt eine politische Erfahrung hinzu, die ich für genauso gewichtig halte. Wenn man in einer Demokratie etwas für Minderheiten erreichen will, wenn man etwas verändern will, dann muss man dafür Mehrheiten gewinnen. Und Mehrheiten gewinnt man weniger durch Schuldzuweisung, durch die frontale Attacke, sondern durch mühselige Verständigungs-, Aufklärungs-, Überzeugungsprozesse. Dieser Mühseligkeit kann man und darf man in einer Demokratie nicht ausweichen wollen. Ich weiß, dass das ist umständlich, tut weh, verlangt geradezu revolutionäre Geduld. Aber es geht, glaube ich, nicht anders. Das ist sozusagen das, was mir wichtig ist, worum es geht. Die Identitätspolitik sozusagen von ihren Radikalismen und Hypostasierungen und Überideologisierungen zu befreien und auf die konkrete Politik für den Abbau von Diskriminierung und Benachteiligung und für die Anerkennung gleicher Rechte für unterschiedliche Minderheiten, unterschiedliche Benachteiligte. Aber wie gesagt, dazu muss man Mehrheiten haben. Da reicht nicht sozusagen die Regenbogengemeinschaft von Minderheiten. Die reicht in einer Demokratie selten für Mehrheiten. Die Sozialdemokratie in Deutschland erlebt das gerade von Wahlergebnis zu Wahlergebnis. Grundsätzlich stimme ich hier zu. Ich habe trotzdem noch eine Nachfrage, und zwar das quasi den Grundsatz mit Nazis reden wir nicht. Würde in Ihrem Zusammenhang dann quasi entschärft werden, weil man muss aufklären und man redet ja nicht quasi mit den Nazis, sondern man redet ja fürs Publikum. Trotzdem tun sich die Nazis zumindest in einer TV-Konfrontation leichter, weil sie ihre Lösungen oder ihre Scheinlösungen in einer TV-Konfrontation schneller oder durchschlägiger sind als eine kompliziertere Erklärung der Linken. Würden Sie trotzdem mit Nazis reden oder nicht? Oder würden Sie sagen, keine TV-Konfrontation, aber sehr wohl auf der Straße oder halt in einem anderen Setting, das wir vorgeben? Also ich bin überrascht, wie Sie jetzt auf dieses Thema, auf diese Frage kommen, nach meinen Ausführungen. Aber sei es drum, zunächst habe ich in einem solchen Zusammenhang gar nicht gesprochen. Aber ich will die Frage ernst nehmen und am deutschen Beispiel der AfD erläutern. Wir wissen ziemlich genau, dass die AfD-Wählerschaft sich aus unterschiedlichen Segmenten zusammensetzt. Da gibt es einen Teil von Leuten, die tatsächlich rechtsextremistisch eingestellt sind. Die haben früher AfD, NPD gewählt oder DVU etc. Es gibt die. Und wenn man weiß und wenn man kennt die Langzeitstudie von Wilhelm Heidmeier, dem Bielefelder Soziologen,
10 Jahre lang veröffentlicht. Ich habe sie mit ihm, mit dem Professor Heidmar, viele Jahre vorgestellt, veröffentlicht unter dem Titel Deutsche Zustände. Und dann weiß man, Stichwort Langzeitstudie, dass es in Deutschland einen Prozentsatz von 10, 15, maximal 20% von Menschen gibt, die minderheitenfeindliche Einstellungen haben, demokratiefeindliche Einstellungen, antisemitische Einstellungen und so weiter. Das ist da. Ich vermute, es ist in anderen Ländern ähnlich. Also das ist ein Teil. Aber es gibt einen weiteren Teil von Menschen, die diese AfD wählen, weil sie mit den sozialen und ökonomischen Problemen zum Beispiel in Ostdeutschland nicht zurande kommen, der dramatischen Veränderung, dass sie die Angst, dass sie die Erfahrung des unter die Räder Kommens gemacht haben oder die Angst davor. Und dann gibt es einen dritten Teil, und das Stichwort ist schon fast genannt worden von Leuten. Jetzt gerade wurde wieder in Sachsen-Anhalt das belegt, dass die AfD eben nicht nur von Arbeitslosen und Opfern der Transformation, sondern von Mittelschicht, also von Menschen, die sich wie auch immer begründet wehren gegen die nächste Runde dramatischer Veränderungen, nachdem sie in Ostdeutschland zumal die dramatischen Transformationsveränderungen mit Mühe, aber vielleicht sogar halbwegs erfolgreich bestanden haben und nun Abwehr. Das ist sozusagen ein radikal konservatives Moment. Ich schildere das so ausführlich, weil ich etwas vorsichtiger bin mit der Zuschreibung von Nazi. Ohne Zweifel gibt es in der AfD richtige Nazis, richtige Rechtsextremisten. Aber deren Wähler, da müssen wir sehr genau hinschauen als Demokraten. Da müssen wir sehen, wieso eigentlich gehen Wähler von der SPD zu der AfD rüber? Wieso ist das? Wieso gehen sogar welche von der Linkspartei zur AfD rüber? Sind die alle Nazis geworden? Also an dieser Stelle bin ich sehr vorsichtig mit dem scharfen Urteil. Und jetzt zur letzten Bemerkung. Ihre Beobachtung ist absolut richtig. Nazis sind immer auch Populisten, radikale Vereinfacher. Und damit zunächst einmal in einer flotten Fernsehdiskussion argumentativ, ja, was heißt argumentativ, schlagwortartig überlegen. Das muss man wissen, wenn man sich in diese Schlacht begibt. Aber jedes Gespräch mit Bürgern, das darf man nicht vermeiden, auch wenn es einem schwerfällt. Und meine letzte Bemerkung dazu, und das sage ich aus vielerlei Erfahrung, es ist aussichtsreicher, wenn Bürger zu Bürger, Bürgerin zu Bürgerin reden miteinander, diese Auseinandersetzung betreiben, denn wenn dieses Gespräch zwischen dem Wähler oder dem Bürger und dem Politiker leidet immer unter dieser Höhendifferenz, die sozusagen immer auch eine Vorwurfsdifferenz ist, sozusagen der Vorwurf gegen die Politiker, die an allem schuld sind. Da kommt selten ein Gespräch zustande, aber das Gespräch von Kollegin zu Kollege, von Nachbar zu Nachbar, von Familienmitglied zu Familienmitglied, in der Auseinandersetzung um Demokratie, in der Auseinandersetzung mit rechtsextremen oder rechte Parteien wählenden, das ist die Ebene, wo das geführt werden muss. Danke. Mona, eine Frage aus dem Chat. Wie kann man Minderheitspositionen im Kampf der Mehrheit für mehr Gerechtigkeit berücksichtigen? Das heißt, wurde das traditionelle Oben und Unten durch linke Identitätspolitik nicht ersetzt, sondern vielleicht sogar erweitert? Und auch wieder den Punkt quasi, dass wir eigentlich quasi über das Positive oder quasi eine Zukunftsperspektive reden sollten. Du bist gerade noch auf Stumm. Mona, du bist gerade noch auf Stumm. So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Ja, es ist halt vom Herrn Thierse halt jetzt auch sehr, sehr, sehr viel gekommen. Ich möchte auch ein bisschen replizieren darauf. Also ich sehe das ähnlich, dass die inhaltliche Auseinandersetzung einfach wichtig ist, die man nicht scheuen darf und die Kommunikation, weil das ja immer eigentlich auch zu einer Form der Annäherung führt. Und gerade wenn so Meinungsblöcke so sehr stark einfach auseinanderdriften,
Ja, also ich finde, der inhaltliche Diskurs, inhaltliche Debatten, ja, sind so wichtig in einer demokratischen Gesellschaft. Und dass die auch wirklich auch ehrlich auch geführt werden. Ja? Und ich glaube, das ist das, was ich auch vorher ein bisschen gesagt habe, dass wir das ein bisschen vielleicht auch verlernt haben, ja, diese Debattenkultur, ja? Diese politische Diskussionskultur, die uns ein bisschen abhanden gekommen ist, die wieder auch ein bisschen auch stärker zu fördern, weil du mich nach einer Perspektive gefragt hast. Ja, also das ist einmal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch, ich finde zum Beispiel dieser Begriff des Empowerments und der Ermächtigung von Leuten ist auch in unserer Gesellschaft total wichtig. Also was können wir tun, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen, ist vor allem, finde ich, zu versuchen, eine Gesellschaft zu schaffen, die sehr inklusiv ist, die Menschen einfach mitnimmt. Ja? Also das ist ja immer die Rede von den Parallelgesellschaften, davon, dass sich Menschen in ihre Nischen zurückziehen. Diese Vielfalt, die ja auch ein bisschen vom Herrn Thiersen, habe ich ein bisschen auch negativ herausgehört, weil hier intolerante Gruppierungen oder intolerante Erscheinungsformen halt auch entstehen. Ich glaube, dass man diese Dinge auch sehr stark auflösen kann, indem sozialökonomische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Menschen einfach mitnehmen, die Menschen einfach nicht zurücklassen. Und das ist für mich so ein bisschen schon der Schlüssel. Ja? Ich sage jetzt einmal, wenn junge Kids mit Migrations-Background aufwachsen und eben nicht diese Zugehörigkeit zu einer Mehrheitsgesellschaft erleben, dann hat das einfach negative Folgen auf die Gesellschaft. Und da sieht man, wie wichtig halt Identitätspolitik in einem positiven Sinne ist, nämlich sich nämlich mit einer Gesellschaft zu identifizieren, mit der Mehrheitsgesellschaft zu identifizieren, das kriege ich nicht einmal raus, sich zugehörig halt auch zu fühlen. Also das ist schon etwas, was das Ziel von Politik und das Ziel auch einer gesamtgesellschaftlichen Konzeption sein muss, niemanden zurückzulassen in der Gesellschaft. Ja? Marginalisierungen, und damit meine ich aber nicht nur ethnische Marginalisierungen, ich meine auch soziale Marginalisierungen, weil die sind in Wirklichkeit ein Spaltbild auch unserer Gesellschaft und die führen auch zu diesen trennenden Aspekten, die sie einfach geführt haben. Und die drängen auch die Menschen dazu, gerade auch diese soziale Marginalisierung. Der Umstand, dass Menschen sich nicht wertgeschätzt fühlen, Menschen sich in ihrer Würde angegriffen fühlen, Menschen das Gefühl haben, die Arbeitsbedingungen werden immer schlimmer und diese Abstiegsängste, die auch angesprochen worden sind, also diese sozioökonomischen Aspekte, ich glaube, da ist einfach viel zu tun. Und das kann man einfach nur schaffen, wenn man gesellschaftliche Konzepte hat, die sehr, sehr stark auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet sind. Ja? Ja, also ich glaube, das ist halt einfach eine ganz, ganz wichtige Ansatz, Menschen Perspektiven zu geben, Menschen soziale Perspektiven zu geben, Menschen dazu zu bringen, halt sie zu empowern durch die Rahmenbedingungen, sei es arbeitsmarktpolitisch, sozialpolitisch, Teil der Gesellschaft zu werden. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir all diese Verwerfungen, die einfach angesprochen worden sind und die dann von Rechtspopulisten dann sehr stark kaschiert werden mit dem Label der linken Identitätspolitik, mit dem Label der linken Träumer, die nichts verstehen von den realen Lebensbedingungen, von den realen Verhältnissen. Danke. Frau Susis-Michel, wie kann die Forderung von Herrn Thierse, wenn ich das richtig verstanden habe, der Kommunikation vom Nachbar zum Nachbar, vom Kollegen zum Kollege im Sinne von einer Identitätspolitik übersetzt werden? Ist es nicht so, dass Minderheiten eben Marginalisierungserfahrungen sammeln, die nicht so leicht von Kollege zu Kollege vermittelt werden können?
Und wie können wir trotzdem solche positiven Gespräche über die eigene Identität zustande bringen? Ich glaube, dass das tatsächlich wichtig ist. Also dieses Gespräch überall, dieser gesellschaftliche Diskurs, der, wo auch zu Recht ja immer wieder gesagt wird, dass der abreißt und dass die Polarisierung so stark zunimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass da auch die Medien eine wichtige Rolle spielen. Ich arbeite ja als Journalistin und da fällt mir einfach sehr stark auf, dass es einfach so eine mediale Aufmerksamkeitsökonomie gibt, die bedingt, dass es eben immer nur bestimmte Themen ins Feuilleton schaffen, wie jetzt momentan eben die Identitätspolitik. Und das hat damit zu tun, dass nur vorkommt, was eben möglichst schrill skandalisiert und das, was sachlich, unaufgeregt argumentiert, eben in den meisten Fällen nicht. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit den Themen und wenn man versucht, das Thema weibliche Altersarmut, Gewalt im sozialen Nahbereich unterzubringen, das ist seit Jahrzehnten harte, mühselige Arbeit und in den meisten Fällen nicht von Erfolg gekrönt. Also was Medien aufgreifen, sind Geschichten, wem wird was vorgeworfen und was sagt Katrin Deneuve dazu und was Nina Proll. Ja? Und auf der Ebene wird das dann meistens verhandelt. Das heißt, ganz wichtig wäre im ersten Schritt eine andere Form von Debattenkultur zu etablieren, die eben weniger aufgeregt ist. Und da wiederhole ich mein Argument vom Anfang, sind es tatsächlich 99% der AktivistInnen, die sich in den sogenannten identitätspolitischen Bewegungen engagieren, die dafür zu haben wären, ja? Die ganz anders, die sich bemühen, zu Wort zu kommen, die sich bemühen, sachlich, respektvoll für die Anliegen ihrer Community zu sprechen, die nur einfach nicht vorkommen und denen niemand zuhört. Und da ist es, denke ich, auch verständlich, dass die irgendwann aus Frustration über dieses lange nicht gehört werden, dann zu den Mitteln greifen, die eben erfolgversprechend sind. Das funktioniert ja auch so. Also so kommt man ja auch in die Medien. Das sind ja immer die am meisten schreien. Und umgekehrt genauso. Also die immer und immer und immer wieder gegen entweder Political Correctness oder jetzt eben Identitätspolitik auftreten, wenn die ihre ganze Empörungsenergie dafür aufbringen würden, in den Medien darüber zu skandalisieren, wie wenig Steuern Amazon bezahlt oder wie wenig Pflegearbeiterinnen immer noch verdienen, ja, dann wäre der Sache der sozialen Gerechtigkeit viel mehr gedient. Ja. Und noch eine Sache möchte ich ganz kurz aufgreifen, nämlich für wen sprechen. Und da wurde jetzt wieder der abgehängte Ostdeutsche genannt, womit das jetzt überhaupt nicht abfällig gemeint ist. Also es ist selbstverständlich wichtig, sich anzuschauen und anzunehmen, sämtlichen marginalisierten Gruppen anzunehmen. Aber ich glaube, die Sozialdemokratie oder grundsätzlich ja der Kampf für soziale Gleichheit und Gerechtigkeit krankt einfach auch an einer sehr antiquierten Vorstellung vom Proletariat, um das jetzt mal so ganz grundsätzlich zu sagen. Also da ist immer noch die Vorstellung, es gibt diesen Industriearbeiter, auch im US-Wahlkampf war das ja dann der immer wieder zitierte Rust-Belt-Arbeiter, den man eben nicht zurücklassen darf und dem das alles unverständlich ist, die ganzen Diskurse. Und de facto entspricht das einfach nicht mehr den demografischen Realitäten. Also da habe ich unlängst eine wirklich beeindruckende Statistik gefunden. Also dieser Rustbelt-Arbeiter, das sind, glaube ich, noch 50.000, die also ungefähr 50.000, die ungefähr 60.000 US-Dollar im Jahr verdienen. Und dem stehen gegenüber 1 Million Pflegearbeiterinnen und migrantisierte Haushälterinnen, die 20.000 im Jahr verdienen, ja, also ungefähre Zahlen. Also da fragt man sich schon, wer ist denn diese Arbeiterklasse? Und da denke ich, wäre es einfach hoch an der Zeit, dass sich eine linke sozialdemokratische Politik auch um diese potenzielle WählerInnenschaft bemüht. Und das tut sie einfach nicht. Also da gab es jetzt von der SPÖ Wien auch so eine
wirklich unglaubliche Kampagne im letzten Sommer, wo wenn Sie vielleicht alle gesehen haben, dieser verschwitzte Arbeiter mit dem Bauhelm überall plakatiert war und dann war da so Arbeit mit Fragezeichen stand dabei und ich dachte noch, ach, zum ersten Mal nimmt sich die SPÖ ironisierend ihres eigenen Arbeitsverständnisses an und dann wird dann daneben die Pflegearbeiterin oder was weiß ich kommen. Aber nein, das war überhaupt nicht ironisch gemeint, sondern genau das ist das Bild des Arbeiters, das die SPÖ und die SPD genauso immer noch hat. Und dann ist es auch kein Wunder, dass sie diese Form von Politik macht. Und auch da, das muss ich auch nochmal der Frau Dutzter zustimmen, also der Grund, warum die Menschen rechts wählen, ist der große Sündenfall der Sozialdemokratie, nämlich in Deutschland eben die Hartz IV, ja, und nicht, dass sich die Sozialdemokratie endlich auch des Feminismus und der homosexuellen Rechte annimmt. Das ist einfach ganz wichtig, dass das immer wieder betont wird. Danke. Herr Kastner, ich habe eine Frage aus dem Chat, die ich einfach direkt übergebe. Wie können politisch interessierte, weiße, heterosexuelle Männer, die sich keiner Minderheit zurechnen können, sich mit Menschen, die ihre Diskriminierung bekämpfen, glaubwürdig einsetzen? Also wie können privilegierte, weiße Männer sich erfolgreich für Minderheitenrechte einsetzen? Ich weiß nicht, ob die Frage nicht rhetorisch gemeint ist, aber ich glaube, nehmen wir sie mal ernst, dann glaube ich, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Ja? Ich meine, das gilt ja letztlich auch für mich. Man braucht nicht selber einen Opferdiskurs zu betreiben oder die eigene individuelle oder kollektive Empfindsamkeit oder Empfindlichkeit zum Ausgangspunkt zu machen, ja, wie ja der Identitätspolitik immer vorgeworfen wird, um identitätspolitische Forderungen für interessant und sogar für legitim zu halten. Da wäre ich ein Beispiel dafür. Ja, ich gehöre keiner diskriminierten Gruppe an. Ich bin weder, habe ich irgendwelche Behinderungen, noch bin ich schwul, noch bin ich Frau. Also im Prinzip privilegiert durch und durch. Und trotzdem ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass, so hatte das Frau Duster ja auch am Anfang gesagt, die Forderung nach sozialer Gleichheit auf der einen Seite und die Forderung nach Anerkennung kultureller Differenz auf der anderen Seite sich nicht widersprechen müssen. Ja? Und da kann man ja immer wieder darauf hinweisen und ich glaube, dass das schon ein erster Schritt ist, um den Forderungen marginalisierter, unterdrückter, diskriminierter Minderheiten beizustehen. Ein zweiter Aspekt dieses Beistands oder dieses Alliiertenseins oder auch vielleicht sogar eher des Genosse oder Genossinseins, wäre der vorhin schon mal angesprochene Hinweis auf die Herrschaftsverhältnisse. Also aufzuzeigen, wer eigentlich von welchem Standpunkt aus welche Kritik formuliert. Vielleicht kann ich da doch nochmal auf die Cancel Culture zurückkommen, die viel geschmähte. Auf der einen Seite glaube ich auch, dass Herr Thierse da bei den einen oder anderen Beispiel, die er in dem Gespräch nennt, recht hat und dass bestimmte Protestformen vielleicht übertrieben wirken, aber dass das längst nicht die Mehrheit ist und auch nicht das große Problem und dass dieses, wie Lea Susemichel jetzt gesagt hat, dieses Starren darauf einer medialen Logik entspringt und dass man nämlich auf der anderen Seite im Blick haben müsste dabei, ja, apropos Herrschaftsverhältnisse, dass im Prinzip die ganze westliche Kultur ja auch eine Form von Cancel Culture ist. Ja? Also Frauen waren bis Ende des 19. Jahrhunderts vom Studium ausgeschlossen, bis Anfang des 20. Jahrhunderts von Wahlen ausgeschlossen und so weiter und so weiter. Also die Beispiele ließen sich ja endlos fortsetzen, wo systematisch, ja, und auch da wieder, ne, ist es immer, Diskriminierung funktioniert immer kollektiv, wo systematisch Leute aufgrund der zugeschriebenen Herkunft, der zugeschriebenen Zugehörigkeit ausgegrenzt und nicht gehört worden sind
und darauf hinzuweisen, um dann nachvollziehbar zu machen, von welchem Standpunkt aus agieren die, ja, und warum werfen die jetzt diese Statue um oder fordern jene Umbenennung der Straße XY. Darauf, denke ich, gilt es hinzudeuten oder hinzuweisen. Und das wäre vielleicht ein zweiter Aspekt, wo Menschen, die nicht selber Diskriminierungserfahrung haben, in diesem Sinne der Vermittlung von sozialer Gleichheit und Anerkennung kultureller Differenz agieren können. In der letzten Runde würde ich jetzt einerseits dazu einladen, noch einmal gegenseitig auch zu replizieren, beziehungsweise habe ich noch eine Frage, und zwar dahingestellt, ob es jetzt diese klassische Arbeiterschicht noch gibt oder nicht, wie kann man der klassischen Arbeiterschicht vermitteln, dass sie sich beim Kampf gegen Diskriminierung von Frauen, bei Kampf gegen Diskriminierung von sexuellen Vorlieben, ethnischen Minderheiten, vor allem auch um rechtliche und ökonomische Fragen handelt. Also Minderheitenrechte unterstützen ja auch gerade diese Arbeiterschichten. Aber wie haben Sie Ansätze, wie man das vermitteln könnte? Herr Thierse, wollen Sie wieder starten in die Runde? Oder? Ich kann nur die Schwierigkeit beschreiben. Ja. Ich habe neulich mit einem der führenden Industriesoziologen eine Diskussion geführt, der Untersuchungsergebnisse vorgelegt hat, die durchaus bestürzend waren. Er hat nämlich gerade bei gewerkschaftlich organisierter Arbeiterschaft die Beobachtungen gesammelt, wie sehr deren Denken rechtsgerichtet jetzt inzwischen ist. Deswegen sage ich ausdrücklich, weil Frau Suse Michel das erwähnt hat, da will ich an der Stelle widersprechen. Wenn der Sündenfall der Sozialdemokratie Hartz IV ist, dann erklärte das den Erfolg der Linkspartei. Das Entstehen einer gesamtdeutschen Linkspartei, BASG. Es erklärt eben nicht den Erfolg der AfD, sondern der wird durch kulturelle Faktoren erklärt, die in der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft vorhandene Fremdenfeindlichkeit, die Abwehr von kulturellen Veränderungen, die Abwehr von Minderheiten, weil damit ihr eigener, nicht ökonomischer Status, das sind die Untersuchung bezog sich auf Arbeiter, die eine feste Arbeit haben, die gut verdienen etc. Das war ja das Bestürzende. Und das muss Sozialdemokraten interessieren, weil wir doch bisher der Überzeugung waren, dass die gehören zu unserer sozialen Basis. Ich stimme ganz überein, dass wir einen veralteten Begriff von Proletariat zu überwinden haben. Ich glaube, dass das auch die deutsche Sozialdemokratie begriffen hat, also das Thema Pflege, Gesundheitspolitik, all das, die menschennahen Dienstleistungen und die sie erbringen, sind Gegenstand unserer Politik. Das ist schon richtig, aber wir dürfen uns nichts vormachen. Ich will das nochmal in aller Schärfe sagen. Forcierte Identitätspolitik ist das Gegenteil der Formulierung von gesellschaftlicher Gemeinsamkeit. Ich stimme sehr zu, was Frau Suse Michel gesagt hat, dass wir viel stärker soziale Gerechtigkeit, Gleichheitsfragen ins Zentrum der politischen und intellektuellen Aufmerksamkeit richten müssen. Dazu gehört, ja, Gewalt gegen Frauen, Armut von Frauen, von Minderheiten. Dazu gehört die Bearbeitung konkreter Diskriminierungen. Aber das ist was anderes als das Reden über strukturellen Rassismus. Das ist etwas anderes als das, was auch in der forcierten Identitätspolitik debattiert wird, die eben dazu beiträgt, dass ich das erlebe, was ich vielleicht übertrieben erlebe, nämlich eine neue Art von kultureller Spaltung, an der jedenfalls die Sozialdemokratie nicht mitwirken sollte, ausdrücklich. Und wenn es uns gelänge, weil Sie danach fragen, wieder die Gemeinsamkeit von Interessen zwischen alter Arbeiterschaft, traditioneller Arbeiterschaft, neuerem Proletariat,
also den Pflegearbeiterinnen und so weiter und so weiter, die gemeinsamen Interessen zu definieren als Sozialdemokratie, dann wäre viel gewonnen, nämlich das heißt wechselseitige Überzeugung. Ich halte nichts von Haupt- und Nebenwiderspruch. Ich gehörte ja auch nicht zur westlichen Linken, sondern habe in der DDR gelebt. Da hat man nur mit eigentümlicher Verachtung auf solche Art von Spinnerei geguckt, aber das nur nebenbei. Also ich will noch mal sehr kritisch ausdrücklich sagen, ja, zu einer anderen Agenda als die identitätspolitischen Spitzfindigkeiten, Übertreibungen, Ideologisierungen und Hypostasierungen, die sie gegenwärtig stattfinden. Und das ist nicht nur ein Feuilleton-Phänomen, sondern das artikulieren ja Leute, Menschen, Schwarze und Weiße, Frauen und Männer, Schwule und Nichtschwule. Und das ist immer mit dem Unterton des Vorwurfs, der Schuldzuweisung, der Abgrenzung, der Unterscheidung und nicht in der Orientierung, das Gemeinsame zu definieren und gemeinsame Politik zu formulieren. Danke. Mona, was meinst du, wie kann man jetzt dahingestellt, ob es eine klassische Arbeiterschicht gibt oder nicht, aber jedenfalls dieses Wählerspektrum ansprechen, indem man ihnen vermittelt, dass Minderheitenrechte auch ihre Rechte sind. Weil wir haben ja auch oft das Problem, dass gerade Menschen in der Pflege nicht wählen können, dass gerade diese Personen nicht zu den politischen Rahmenbedingungen beitragen können, sondern auch von diesen Möglichkeiten ausgeschlossen sind. Ja, vielleicht darf ich dort ansetzen, wo der Herr Thierse zuletzt auch gesagt hat, dass er nämlich nicht der Meinung ist, dass quasi nur arme Menschen die AfD gewählt haben, sondern das Bestürzende ist, dass das die Mittelschicht auch war. Also das verwundert mich überhaupt nicht und das sagt ja auch niemand, dass nur Menschen, die in Armut leben, rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien wählen. Also gerade die Mittelschicht ist ja umso stärker auch von Abstiegsängsten betroffen. Und wir wissen, dass Menschen, die halt Angst haben, natürlich automatisch auch in eine Abwehrhaltung kommen und die natürlich nicht irgendwelche rationalen Erklärungen haben möchten jetzt, sondern Angst ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Motor und Faktor, der Menschen natürlich dann auch dazu bewegt, letztlich sich dann auch für rechtspopulistische Parteien zu entscheiden. Das heißt, dort, wo Leute oder wo Menschen einen Aufstieg erlebt haben, ja, dort, wo es ihnen möglich war, gewisses zu erleben, dass es ihnen einmal, sie in einer Epoche groß geworden sind, wo es ihnen besser gegangen ist als ihren Vorgängergenerationen, ihren Eltern, und jetzt miterleben müssen, dass es bei ihren Kindern eben nicht mehr so einfach ist, wie es zum Beispiel vielleicht bei ihnen war. Dort sind natürlich die Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg, die Angst vor dem sozialen Abstieg extrem groß. Und ich meine, wir brauchen uns ja nichts vormachen, was diese Pandemie auch für soziale Verwerfungen auch hervorgebracht hat. Und daher wundert es mich überhaupt nicht, dass die Mittelschichten auch mittlerweile stärker auch dazu tendieren, rechte Parteien auch zu wählen. Und man sieht halt auch insgesamt, dass die Glaubwürdigkeit halt auch an die Politik drastisch abnimmt. Und es ist, glaube ich, auch erwähnt worden, dass die Politiker und Politikerinnen halt, denen hört man immer mehr zu, denen glaubt man auch nicht. Und das hat halt natürlich schon auch einen bestimmten Grund, weil immer mehr Leute den Eindruck haben, egal wie man halt wählt, es hat keine positive Auswirkungen auf ihre Lebenssituation. Es führt nicht zu einer positiven Veränderung ihrer Lebensrealitäten. Und daher fühlen sich immer mehr Menschen von diesem System einfach nicht repräsentiert. Und was machen halt Rechte und jetzt zunehmend klassisch einmal konservative Parteien, wie zum Beispiel auch die Türkisen in Österreich? Sie kombinieren ihre neoliberalen Konzepte mit rechtspopulistischen Ansätzen
und versuchen das halt einfach als Antwort zu geben. Weil was machen rechtspopulistische Parteien? Rechtspopulistische Parteien gehen her und sagen, deine Lebenssituation ist so, wie sie ist, weil irgendein anderer schuld daran ist. Also diese klassische Sündenbockpolitik. Und natürlich sind Menschen, die Angst haben, extrem anfällig und haben auch Ängste davor, dass andere kommen könnten und sie und eine Konkurrenz halt einfach auch darstellen können. Ja? Also was ich sagen möchte ist, um dem entgegentreten zu können, muss man Rahmenbedingungen schaffen, die den Leuten Sicherheit vermitteln und die den Leuten auch Ängste nehmen. Und solange das nicht gegeben ist und solange wir einfach eine Zuspitzung auch der sozialen Situation haben, können wir davon ausgehen, dass rechtspopulistische Parteien einfach auch stärker werden. Und weil Sie, Herr Thiers, gesagt haben, dass die Identitätspolitik, und das ist halt irgendwie der Grund, irgendwie, warum die Leute die AfD wählen, ich sehe das ja nicht so. So einfach habe ich es nicht gesagt. Wandel, Sie haben gesagt, der kulturelle Wandel ist der Grund dafür, weshalb die Leute die AfD wählen, und Hartz IV ist der Grund dafür, warum die Leute die Linke gewählt hat. Und ich... Also ich teile da nicht Ihre Meinung, weil es mag schon sein, dass wenn man mit Menschen redet, dann natürlich diese Ausländer- und Migrationsfrage im Vordergrund steht. Aber wenn man ein bisschen nachhakt, wenn man ein bisschen versucht herauszufinden, was wirklich dahinter steckt, dann wird man immer wieder auf die soziale Frage stoßen. Und man wird darauf stoßen, dass die Leute, und das sage ich jetzt nochmals, einfach große Ängste vor der Zukunft haben, große Ängste davor haben, dass ihre wirtschaftliche Existenz nicht gesichert ist. Ja? Und das ist das Um und Auf, und das ist einfach die Aufgabe der Sozialdemokratie, hier eine Gesellschaft, auf eine Gesellschaft hinzuarbeiten, wo das halt einfach nicht mehr gegeben ist. Aber ich weiß nicht, was war deine Frage, Maximilian, nochmals zum Abschluss? Was sollen wir nochmals beantworten? Ich habe mich zu sehr... Grundsätzlich ging es, wie man eben diesen klassischen Arbeiter... Genau. Und da erlaube ich mir schon noch eine Spitze quasi. Dieses Bild vom klassischen Arbeiter, das die SPÖ Wien hier zeigt, reicht das aus in der Zukunft, um diese Leute wieder anzusprechen? Oder braucht es da vielleicht schon ein Schüpferl mehr? Also ich muss sagen, jetzt zur Verteidigung der SPÖ Wien, das war eine Serie von Plakaten. Und ich meine, das ist natürlich, ich habe das ja auch auf Twitter mitbekommen, wie sich alle lustig gemacht haben über diesen strammen, großen, Sixpack geformten Arbeiter gemacht haben. Ich verstehe auch die Kritik und kann das halt auch nachvollziehen, aber es war eine Serie von mehreren Plakaten und so weiter. Und ich glaube, man würde der SPÖ Wien jetzt Unrecht tun, zu sagen, dass sie sich halt in Wirklichkeit nur auf das klassische Bild des Arbeiters so engstirnig ist, weil wenn man sich halt auch anschaut, wie sehr hier Politik gemacht wird für andere arbeitende Menschen, gerade auch aus den Migranten und Migrantinnen sind. Das ist, vielleicht ist dieses Plakat ein bisschen fehl am Platz gewesen, aber man würde der SPÖ Wien, glaube ich, Unrecht tun, wenn man jetzt sagt, das ist das Bild der SPÖ Wien von Arbeiterschicht. Natürlich ist es klar, dass Arbeiter heute nicht der Arbeiter vom 19. Jahrhundert ist und dass gerade, weil wir immer von Minderheiten reden. Wir wissen, dass gerade sehr viele Migranten und Migrantinnen heute dieses sogenannte Proletariat auch ausmachen. Ja? Und dass es hier natürlich eine Diversität und Diversifizierung in der Arbeiterschaft gibt. Und deshalb ist es ja auch viel herausfordernder, auch für die Gewerkschaften und auch für die Parteien. Aber ich denke mir, was ist das Gemeinsame? Gemeinsame ist, herzugehen und zu sagen, ja, es gibt die Arbeiter, es gibt die Angestellten, es gibt aber auch die Einzelunternehmen und so weiter. Das sind alles eben Menschen, die versuchen halt, die eine Vertretung brauchen und die Unterstützung einfach auch brauchen, um ihre Interessen durchzusetzen, um ihre Rechte durchzusetzen. Und ich glaube, das ist die Klammer, die man irgendwie drüberlegen muss. Und weil du mich gefragt hast, wie kann man Arbeitende oder Arbeiter dazu überzeugen, dass Minderheitenrechte auch in ihrem Sinn und ihrem Interesse sind. Das ist genau das Erfolgskonzept auch der Sozialdemokratie gewesen, dass Arbeiter und Akademiker
Arbeiter und Feministinnen hier in einer großen Bewegung, wo wir zusammen für soziale Rechte einfach eingetreten sind, für eine egalitäre Gesellschaft eingetreten sind. Und daher die Überzeugung davon ist, dass ist auf jeden Fall dahingehend, dass man klar aufzeigen muss, dass wenn heute eine migrantische Arbeiterin mehr Rechte hat, dass auch der einheimische Arbeiter davon profitiert, wenn Arbeiter und Arbeiterinnen gemeinsam halt organisiert sind. Ja? Also hier ein gemeinsames Bewusstsein zu schaffen, ich will jetzt nicht sagen, die Klassenfrage, vielleicht hier ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen, ist auf jeden Fall im Interesse von allen. Und dass man sich halt nicht in nationalistischer Manier, in dieser kulturalistischen Manier gegeneinander ausspielen lässt. Weil das ist genau das, was Rechtspopulisten machen. Danke. Mona hat schon gesagt, Angst ist ein Motor. Ein anderer Motor wäre Zugehörigkeit, Solidarität. Wie gelingt es uns, eine Mehrheit für eine inklusive Identitätspolitik zu gewinnen? Frau Suse Michel. Ich würde sagen, dass es wirklich einen anderen Blick auf Identitätspolitik braucht, wenn man dann überhaupt bei diesem Begriff, diesem unseligen bleiben muss. Also, dass man wirklich sich klar macht, was alles Identitätspolitik war, nämlich zum Beispiel auch die Frauenbewegung, ja, die verschiedenen. Und sich klar macht, wo wir heute stünden historisch, wenn es die nicht gegeben hätte. Ja? Und dass man wirklich diese Kritik, diesen Kampf und ja, diese Aggressivität zum Teil auch als Stärke und nicht als Schwäche linker Bewegung begreift. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Also immer gibt es so diesen Blick darauf, dass es etwas, was uns schwächt, was Organisierung verhindert und letztlich dazu führt, dass wir nicht gemeinsam auftreten können. Das mag im Einzelnen stimmen, in der einzelnen historischen Situation. Und natürlich hat sogenannte Identitätspolitik die linken Bewegung immer wieder massiv geschwächt und hat gemeinsame Organisierung verhindert. Aber auf lange Sicht hat sie die linke Bewegung gehörig gestärkt. Und das ist so wichtig, sich klarzumachen. Also sie waren immer der Stachel im Fleisch, der Motor, der dazu angetrieben hat, gerechter zu werden und die eigenen blinden Flecke und die eigenen Unzulänglichkeiten und die eigenen Ausschlüsse und Ungerechtigkeiten anzuschauen und besser zu werden. Und das tut sie heute ganz genauso. Also es ist im Grunde immer derselbe Prozess. Es ist ein mühevoller und anstrengender und aufreibender Prozess der Solidarisierung, der aber anders, fürchte ich, einfach nicht geht. Ja, also es sind ja, was angesprochen, es sind ja nicht nur rechte Parteien leider, die Abkürzung nehmen wollen und halt wieder letztlich auch eine Identitätspolitik betreiben durch Abschluss, ja, und sagen, wir machen jetzt hier die nationale Arbeiterinnenschaft und versuchen die zu schützen gegen die Arbeitsmigration, die Löhne drückt. Also das macht ja Frau Wagenknecht ganz genauso. Das mag auf den ersten Blick der einfachere und der schnellere Weg sein, aber auf lange Sicht, glaube ich, ist es nicht nur moralisch verwerflich, das sowieso, sondern auch strategisch unklug, weil es einfach besser ist, zu versuchen, alle mitzunehmen und diesen mühevollen diese Kleinarbeit zu machen und tatsächlich Auseinandersetzungen zu führen und das nicht sofort wieder abzuschmettern und zu sagen, das wird mir jetzt hier alles zu bunt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die jetzt auch noch hier ihre Rechte einfordern, sondern sich darauf einzulassen und zu versuchen, wirklich alle mitzunehmen. Danke. Herr Kastner, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber in Österreich gibt es aktuell sowas wie einen Kulturverfall, insbesondere der Sprache, insbesondere des Austausches. In Österreich ist das hochgekommen durch verschiedene Chatprotokolle, Stichwort Pöbel, Tiere und so weiter, wie hier quasi andere Schichten oder eigentlich die Mehrheit der Österreicherinnen von einer sehr kleinen Schicht quasi benannt wurde. Gibt es eine Möglichkeit, hier wieder auf eine demokratische, wertschätzende Ebene zurückzukehren? Im Ausdruck, in der Kommunikation und hilft das auch dann eben Arbeiterinnen anzusprechen,
marginalisierte Gruppen anzusprechen. Wie können wir da weiter tun? Wir hören Sie gerade noch nicht. Nein. Es ist gerade jetzt. Ja. Ich glaube, dass da ja verschiedene Dinge vermischt werden jetzt in Ihrer Frage. Ich habe das sehr wohl mitbekommen, ich lebe ja in Wien. Also ich glaube ja, dass das eine andere Form von Infragestellung von Demokratie oder von gemeinsamer Grundlage für eine Diskussion ist, die hier von identitätspolitischen oder sogenannten identitätspolitischen Gruppen ausgeht, ja, die ihre Rechte einklagen, und von diesen Eliten, die einfach nur abfällig und abwertend gegenüber allen anderen sind. Ja, die müsste man natürlich nochmal ganz anders angehen oder in die Pflicht nehmen, auch ja, an ihre demokratischen Pflichten erinnern und auch irgendwie dafür belangen. Das ist, glaube ich, noch eine ganz andere Diskussion. Ich würde aber nochmal auf die zwei letzten Beiträge von Frau Duster und Lea Susemichel eingehen wollen, nämlich diese Frage, dass alle mitnehmen und niemanden zurücklassen. Dem würde ich natürlich auch beipflichten, dass es darum gehen muss. Aber ich glaube eben auch, dass diese Form der Inklusivität oder der Inklusion Regulation und Infrastruktur braucht. Und das ist ja auch schon angedeutet worden. Und diese Infrastruktur, die wird eben oft identitätspolitisch erkämpft, ja, weil die darauf basiert, die spezifischen Ausbeutungs- und Unterdrückungsformen eben in den Blick zu nehmen und die diesen Blick dann in institutionelle Verfahren und Regulierung umzuwandeln. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und da muss man immer wieder darauf hinweisen und dafür kämpfen. Und da ist vielleicht auch die, um da doch mal ein bisschen Kritik auch anzubringen, die Strategie der SPÖ Wien ist mir da unbegreiflich, wie man nach der Wahl als ersten Koalitionspartner eine Partei ins Auge fasst, die mit dem Slogan Wirtschaft unlocked antritt. Ja? Also das ist einfach, und glaube ich, das hat die Finanzkrise von 2008 und 2009 gezeigt, kann nicht der richtige Weg sein, diese Art von Herangehensweise an Wirtschaft und das Soziale in irgendeiner Weise zu unterstützen, ja, sondern man muss im Gegenteil die soziale Ungleichheit durch Regulierung abschwächen und dann kann man auch wieder nochmal ganz anders über die Dimensionen sprechen, die identitätspolitische Forderungen hier annehmen. Danke. Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz die Möglichkeit zu einem Schlusswort geben. Wenn jemand noch ein paar Worte richten möchte, wir sind schon eher in der Zeit, das heißt gerne auch kurz halten, aber wir haben doch 1,5 Stunden miteinander verbracht und es würde mich interessieren, was Sie unseren Zuseherinnen an der Stelle noch mitgeben wollen würden. Möchte sich jemand melden? Für ein Schlusswort. Bitte, Frau Susemichel. Ja, also ich würde einfach wirklich nochmal betonen, was ich eben schon in meinem Schlussstatement gesagt habe. Also, dass es ganz wichtig wäre, dass sich diese verhärteten Fronten auch von denen, die sich ständig angegriffen fühlen, wieder aufweichen. Also dieser Vorwurf der Schuldzuweisung, der ja immer im Raum steht und jetzt auch mehrmals formuliert wurde von Herrn Thierse, das sehe ich schon ein. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Debatte oft daran krankt, dass es nicht funktionieren kann, Menschen dann quasi auch aufgrund ihrer Identität Schuld zu geben. Ja, also das provoziert unweigerlich eine Abwehrreaktion, verständlicherweise. Aber es gibt eben so etwas wie
Kollektivschuld, das wissen wir als Deutsche besonders gut, was nicht heißt, dass diese Kollektivschuld sich eins zu eins in Individualschuld verwandelt, aber es bedeutet, dass wir alle verantwortlich mit unserer Geschichte, mit der Gesellschaft, in die wir eben hineingeboren sind, umgehen müssen und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und nichts anderes fordert Identitätspolitik. Sie ist eben kein Partikularismus, der nur wenige betrifft, sondern sie ist das notwendige Korrektiv, um diesen vermeintlichen Universalismus, der natürlich keiner ist, in Frage zu stellen und herauszufordern. Also das ist ja das, was immer wieder wiederholt wird und dadurch nicht richtiger wird, dass es so etwas wie eine universelle, normale Position gibt. Das ist natürlich Unsinn. Das ist einfach die Position des mächtigen Hegemons, der sich nie deklarieren musste, der für sich selbst quasi der unmarkierte Standard ist. Und das ist das, was sogenannte Minderheiten skandalisieren und versuchen zu ändern. Und ich glaube, die Bereitschaft, da hinzuschauen, auch wenn es weh tut, die muss es einfach geben, wenn sich etwas ändern soll, wenn wir wirklich solidarisch miteinander umgehen wollen. Danke. Mona, ich habe deine Hand kurz gesehen vorher. Ja, also mir ist es auch zum Abschluss nochmals wichtig zu betonen, dass wir einfach auch nicht hinnehmen dürfen, dass rechte Spins und rechte Kampfbegriffe linke Bewegungen demoralisieren und linke Bewegungen schwächen und spalten und uns einreden lassen, dass das große Problem, die großen Probleme unserer Gesellschaft das Gendern ist und die großen Probleme Minderheitenpolitik ist. Ja, also wenn ich mir anschaue, wie viele Leute gendern, also da werden in Wirklichkeit gerade, glaube ich, von rechten Bewegungen versucht, künstlich Dinge hochzustilisieren, ja, um die Linke an sich zu schwächen. Und da darf man nicht in diese Falle tappen. Also ich sehe das ehrlich gesagt ganz, ganz ehrlich als Falle, in die man uns hineintreiben möchte, wo wir uns dann nur mit uns selber beschäftigen dürfen, ob wir diskutieren dürfen, ob bin ich jetzt ein Lifestyle-Linke oder bin ich jetzt ein traditioneller Linke. Und da muss man sich schon fragen, woher kommt das und welche Zielsetzungen hat das? Und das ist schon auch eine Form, nämlich auch wirklich von den wahren, wirklichen Problemen auch abzulenken, finde ich. Gerade wenn es darum geht, sich den Problemen der migrantischen Pflegerin zuzuwenden, sich dem Leiharbeiter zuzuwenden. Ja? Und auf das dürfen wir uns, finde ich, nicht einlassen. Also da muss man sagen, man muss das, glaube ich, diesen Diskurs entlarven. Man muss diesen Diskurs entlarven als das, was er ist. Danke. Herr Thiesse, Herr Kastner, wollen Sie noch? Matthias? Ja, ich bin nicht so sicher wie Sie, Frau Busta, ob es sich da einfach um rechte Kampfbegriffe handelt. Wenn ich es richtig verfolgt habe, sind die identitätspolitische Leidenschaft ist links entstanden. Was ich ja verstehe. Und ich wehre mich nur gegen die Zuspitzungen, falschen Konfrontationen. Die und übrigens auch mit sprachlichen Spaltungen zu tun haben. Nach den Umfragen, die ich kenne, sind 2/3 bis 3/4 der Bewohner in Deutschland gegen Gendersprache. Das hindert die öffentlichen Medien etc. nicht, sie zu pflegen, weil es ja dafür auch Gründe gibt. Ich will nur sagen, das ist nicht etwas, was sozusagen eine von Rechten gestellte Falle ist, sondern es ist schlicht eine Beobachtung von Spaltungen, mit denen wir umgehen müssen. Zweite Bemerkung, ich halte nicht sehr viel vom Begriff Kollektivschuld. Das ist in Deutschland lange genug diskutiert worden. Da gibt es überzeugendere Begriffe, um mit der deutschen Verantwortung begrifflich zu Rande zu kommen. Und ich halte deswegen auch nicht sonderlich viel vom Begriff struktureller Rassismus, weil diesem etwas Unentrinnbares anhaftet. Also, ist meine Position, um das nochmal zu wiederholen, statt identitätspolitischer Zuspitzungen und Konfrontationen wünsche ich mir, und das ist vielleicht gar kein Widerspruch zu Ihnen, die mühevolle Arbeit an Mehrheiten für
demokratisch zu erreichende Reformen zugunsten gleicher sozialer und politischer Rechte der Verschiedenen und zugleich die Anerkennung von kultureller Vielfalt, was die Anerkennung der Rechte kultureller Minderheiten und kultureller Mehrheiten ausdrücklich einschließt. Und genau das müssen wir betreiben, aushalten, diesen Art von kultureller Auseinandersetzung, die zu verschärfen, glaube ich, nicht zum Erfolg führen wird, sondern eher zur Ablehnung dessen, was ich für zu erreichen wichtig halte. Danke. Herr Kastner, jetzt liegt es an Ihnen. Ja, dann versuche ich auch noch mal was Wichtiges auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, eine Sache, die mir noch wichtig ist, ist die Frage der Sprachpolitiken. Darauf hinzuweisen, dass die Mehrheit der Deutschen gegen das Gendern ist, ist ja vielleicht auch nicht wirklich ein Argument dagegen, weil Dinge, die normal sind, müssen ja nicht gut sein. Ja, jahrzehntelang war auch das N-Wort normal. Ja, selbst bei Herbert Marcuse findet sich das. Und trotzdem ist es nicht gut. Und trotzdem ist es eine Beleidigung. Und trotzdem ist es eingeschrieben in eine jahrhundertealte Geschichte von Sklaverei und Unterdrückung. Und es ist gut, dass es endlich nicht mehr benutzt wird. Ja. Und da bin ich manchmal ein bisschen frustriert, wie langsam das geht mit dem Gendern, weil ich weiß ganz genau, dass wir das in unserer Schülerinnenzeitung schon benutzt haben. Und ich habe 1990 Abitur gemacht. Also so langsam geht das und das finde ich manchmal frustrierend. Und das Abschlusswort, da möchte ich aber auch plädieren, sozusagen zur Güte, ja, die Extremfälle und die skurrilen Beispiele, die es unzweifelhaft gibt in Sachen linker Identitätspolitiken, die nicht zum Kern der Sache zu stilisieren. Weil der Kern der Sache, und ich finde, das haben Frau Duster und Frau Susemichel ja gut und an vielen Beispielen deutlich gemacht, der Kern der Sache ist doch ein anderer, nämlich einer, der auch auf Sozialgleichheit hin abzielt. Danke. Abschließend möchte ich Sie, euch noch zu unserer nächsten Veranstaltung einladen. Die nächste Veranstaltung wird heißen Gerade jetzt und wir werden uns in einer internationalen Analyse dem Thema progressive Politik widmen und warum weniger progressive Politik auch keine Lösung ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, euch für das Interesse und bei unseren Gästen für die Teilnahme. Bleiben Sie gesund. Idealism prevails. Make the world a better place.